Liebe Verwandten des verstorbenen Bruders Heinrich Isaac, liebe Ehefrau Mika, liebe Kinder, Großkinder, Urgroßkinder auch, Geschwister, Verwandte, Freunde, herzlich willkommen im Namen der Familie zu dieser Abschiedsfeier von Heinrich Isaac. Wir sind zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von einem geliebten Mitglied der Familie, auch der Gemeinde und auch der Gesellschaft. Herzlich willkommen auch diejenigen, die uns durch die Übertragung hier sehen. Ich möchte diesen Abschiedsgottesdienst unter Gottes Leitung stellen und wir neigen unser Haupt zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir kommen hier an diesem Sarg vor deinen Thron in dem Bewusstsein, dass du uns alle eine Zeit des Lebens geschenkt hast und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit, in der wir Entscheidungen treffen dürfen, die Wert für die Ewigkeit haben und einen Moment, wo diese Entscheidungen aufhören. Wir danken dir für das Zeugnis des verstorbenen Bruders. Wir danken dir, was in seinem Leben am Positiven und Guten er hinterlassen hat, in seiner Familie und in der Gesellschaft. Wir danken dir für sein Zeugnis in der Gemeinde. Und Herr, wir bitten, dass du in diesem Moment der Familie, der Ehefrau, das gibst, was sie brauchen. Wir bitten, dass du bei uns bist, und dass du uns auch in diesem schweren Moment des Abschiedsnehmens segnest. Amen. Auch wenn der verstorbene Bruder aus Alters-, aus Gesundheitsgründen schon einige Jahre nicht mehr zum Gottesdienst kommen konnte, so war die Gemeinde für ihn doch immer ein sehr lieber Ort. Und Theo hat es mir noch erzählt in diesen Tagen, dass es, als es auch schon gar nicht mehr ging, als die Gesundheit es nicht mehr erlaubte und sie eigentlich schon besprochen hatten, du bleibst lieber zu Hause, es wird nicht gut sein für dich. Und er sitzt da, vor allem wenn das Abendmahl da war, war er mit dabei. Er konnte wohl den Psalmisten gut verstehen, der da dichtete, Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Und in diesem Sinne können wir aufgrund seiner Liebe zu dem Herrn Jesus auch sagen, dass er jetzt immer da im Hause des Herrn angekommen ist. Und in diesem Sinne will ich einige Worte aus dem 103. Psalm lesen, wo David wie folgt schreibt. Verse 1 bis 8. Preise dem Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der du vergibst alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tut seine Wege kund, dem Mose, den Söhnen Israels, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Hauptgedanke dieses Psalms ist offensichtlich Dank, Lob, Lob an Gott für erfahrene Führung. Bei der Hand genommen zu werden und geführt zu werden, das lässt nur die Person zu, die auch Vertrauen zu ihrem Führer hat. Niemand lässt sich von jemandem an die Hand nehmen und führen, zu dem er kein Vertrauen hat. Jedenfalls nicht freiwillig. In einem Leben voller harter Arbeit hat der verstorbene Bruder Heinrich Isaac
Entbehrungen, körperliche Leiden auf sich nehmen müssen. Und da trotz allem dieser tiefe Wunsch nach der Nähe Gottes in der Gemeinde, im Abendmahl, da ist dieses ein Zeugnis von diesem Vertrauen in Gott. Er war jemand, der als Schmied, der als Handwerker gewohnt war, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Wenn etwas fehlte, dann musste es eben selber gebaut werden. Und so ist es durchaus bezeichnend für ein tiefes Gottvertrauen, wenn er, der doch immer darauf bestand, selber die Sachen zu machen, dennoch die Führung seines Lebens in Gottes Hand legte. So ist es auch verständlich, dass noch in den letzten Tagen seines Lebens er das Lied sang, selber sang, so nimm denn meine Hände und führe mich. Von Alter, Schmerzen, Krankheit gezeichnet, trotzdem dieses Lied zu singen, das ist ein starkes Zeugnis. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt hier auch das Lied von der Gruppe hören, so nimm denn meine Hände und führe mich, und anschließend die Predigt von Prediger Cornelius Boschmann. Liebe Gemeindeschwester Mika, liebe Kinder, Großkinder, Urgroßkinder, wenn wir heute Abschied nehmen, dann ist es ein Abschiedsschmerz. Und ich möchte euch den Vers, den Jesus sagt, zurufen: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, solange ihr lebet. Möge das euch in diesen Tagen des Abschiedsnehmens trösten und stärken. Werte Verwandte, Freunde und Bekannte, die ihr hergekommen seid, um Abschied zu nehmen. Und wenn wir einen Sarg vor uns haben, dann zeigt es uns immer wieder, dass unser Leben nicht für immer hier auf dieser Erde ist. Dass es für uns einmal heißt, Abschied nehmen.
Und auf Wunsch der Familie lese ich uns zwei Verse aus 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 und 8 zu einer kurzen Betrachtung. Da schreibt Paulus so: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und fort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Der Apostel Paulus hat in seinem Leben viel Schweres erlebt, viel Widerstand, weil er bereit war, ganz in den Dienst zu treten und das Wort Gottes weiter zu sagen. Und er war im Gefängnis, als er diese Worte schrieb. Und einen Vers vorher sagt er: Ich weiß, dass mein Abscheiden bestimmt ganz nahe ist. Und dann schreibt er an seinen Mitarbeiter: Ich habe den guten Kampf gekämpft. In seinem Leben, in seinem Kampf, war ihm immer das eine wichtig, was er sagt im Epheserbrief: Ich lass alles dahinten und strecke mich nach dem hin, das vor mir liegt, das Ziel, die himmlische Berufung. Das war sein Ziel. Und wie wir schon hörten, Bruder Isaac war auch einer, der gekämpft hat. Es war für ihn nicht immer leicht. Und doch hat er diesen Blick klar bekommen und gehalten bis ans Ende. Ich habe den guten Kampf gekämpft, so konnte auch er sagen. Und weshalb guten Kampf, wenn ich an das Leben von Heinrich Isaac denke, dann war es immer das, was dem Nächsten half, was dem Nächsten diente. Ich denke oft zurück, als mein Bruder und ich kleine Jungs waren, hatten wir einen Roller. Und wenn was kaputt war, dann war der Weg zu Heinrich Isaac. Er war Schmied. Er hat uns alles immer repariert. Wenn im Wagen der Reifen zu lose war, dann ging es zu Heinrich Isaacs. Er war Schmied, er hat ihn neu aufgezogen. Wenn das Pflugschar nicht mehr wollte, wenn das zu stumpf war, dann ging man zu Heinrich Isaac. Er hat es geschärft, dass es wieder schnitt. Und er kann heute zu uns sagen: Ich habe in meinem Leben gut gekämpft. Ich habe versucht, dem Nächsten zu dienen, für den Nächsten da zu sein. Paulus sagt am Ende seines Lebens: Ich habe den Kampf gekämpft. Und die Frage ist an uns, die wir heute noch leben: Wie sieht unser Lebenskampf aus? Wir haben bestimmt mit anderen Dingen zu kämpfen, wie Heinrich Isaac es hatte, als er in jungen Jahren sein Leben begann. Aber ein jeder hat auch heute mit etwas zu kämpfen. Und wohl uns, wenn wir sagen können, wir kämpfen den guten Kampf. Und dann sagt Paulus: Ich habe den Lauf vollendet. Wenn er zurückschaut und sagt: Ich habe gekämpft, dann sagt er: Jetzt bin ich ans Ziel. Mein Lauf ist vollendet. Wenn wir heute hier den Sarg vor uns haben, dann ist der Lebenslauf für Heinrich Isaac zu Ende. Wir werden ihn heute der Erde anvertrauen. Wir werden Abschied nehmen von seinem Körper.
Sein Lebenslauf auf dieser Erde ist beendet. Er geht nicht weiter. Und das zeigt uns, dass wir uns alle, die wir leben, damit befassen müssen, dass einmal für uns auch unser Lebenslauf zu Ende geht. Dass wir uns darüber klar werden, dass mein Leben auch einmal zu Ende geht. Und was dann? Ist in deinem Gedanken der Tod ein Punkt, wo es zu Ende ist? Oder ein Doppelpunkt, wo es zwei Wege weiter gibt? Die Bibel zeigt uns, dass mit dem, wann unser Leben hier zu Ende ist, nicht alles zu Ende ist. Dass unser Körper zu Ende ist, aber unsere Seele, unser Geist geht zum Herrn. Mit dem ist es nicht zu Ende. Und Paulus sagte, ich weiß, mein Lauf hier auf dieser Erde geht schnell, geht zu Ende, geht dem Ende zu. Und dann sagt er, ich habe Glauben gehalten. Ich habe Glauben gehalten, sagt Paulus, in all den Stürmen, die mir begegnet sind, in all den Verfolgungen, in all den Leiden, habe ich Glauben gehalten. Und Paulus war es immer wieder sehr wichtig, dass uns bewusst wird, dass das Glaubensleben ein Kampf ist und dass der einmal anfängt und weitergeht bis an unser Lebensende. Er sagt zu einer Gemeinde, die von dem rechten Weg abfiel, ich fürchte, meine Arbeit war vergeblich an euch. Ihr habt einen guten Anfang gemacht, aber danach her seid ihr abgeirrt. Ich habe Glauben gehalten, sagt Paulus. Trotz allem und in allem. Und so können wir das auch von dem verstorbenen Herrn Heinrich Isaac sagen. Dieses Lied, so nimm dann meine Hände und führe mich, bezeugt davon, dass er diesen Glauben hatte, dass Jesus ihn recht führen würde und dass er wusste, wo es hingeht. Wenn ich hier auf dieser Erde abscheide, dann gehe ich zu ihm in die Herrlichkeit. Paulus sagt, ich habe diesen Glauben behalten. Und dann sagt er, hinfort ist mir bereitet die Krone der Gerechtigkeit, die Gott bereitet hat, denen, die ihm treu nachfolgen. Aber er sagt nicht nur für mich, sondern für alle, die ihm nachfolgen und auch für Heinrich. Gott hat die Krone bereitet für die, die ihm treu nachfolgen bis ans Ende. Und das ist die wunderbare Botschaft, die wir haben. Wenn unser Leben, so wie Paulus das hier sagt, bis ans Ende treu bleibt, dann wissen wir, dass wir gekrönt werden, nicht nur mit einer vergänglichen Krone, sondern mit der Lebenskrone, mit der goldenen Krone, die Gott uns geben wird, die das Leben in sich birgt. Und das ist die wunderbare Hoffnung, die wir haben. Wenn wir hier treu bleiben, dann werden wir die Krone der Gerechtigkeit erlangen, die Gott uns geben wird. Wie wunderbar. Und das ist der Trost, den auch ihr haben dürft, dass Heinrich es jetzt viel besser hat. Dass die Leiden, die er hier hatte, nicht mehr sind. Sein irdischer Körper bleibt hier auf der Erde mit all seinen Problemen, die er gesundheitlich in den letzten Jahren hatte. Die bleiben hier auf dem Friedhof. Aber sein geistlicher Körper, seine Seele ist beim Herrn und bekommt die Krone der Gerechtigkeit. Wie wunderbar. Und das ist der Trost, den wir haben, dass wir wissen, wenn unser Leben hier zu Ende ist, wie Paulus sagt, ich habe gekämpft, ich habe Glauben gehalten, ich bin dabei geblieben und jetzt reagiert Gott für mich. Er belohnt das. Und wie wunderbar.
Wir wollen aber, dass wir daran denken können, Gott gibt uns für unser Leben hier die Belohnung. Und daran dürfen wir festhalten und das in Augen behalten, wie Paulus es in besseren Jahren sagte, ich strecke mich nach diesem Ziel hin, daran lebe ich, dass ich dieses erlange. Und am Ende seines Lebens konnte er sagen, ich habe durchgehalten, ich habe Glauben gehalten und Gott wird mir die Krone geben. Wie wunderbar. Und das ist der Trost, den wir als seine Kinder haben, dass wir diese Krone erlangen werden, wenn wir bei ihm sein werden. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du alles für uns getan hast. Du hast uns den Weg geebnet zum Vaterhaus. Du hast alles für uns getragen und erkämpft. Und wenn Paulus uns hier sagt, dass er durchgehalten hat und dass für ihn du die Krone bereitet hast, so dürfen auch wir wissen, wenn wir dir treu folgen, wenn wir treu bleiben, dann bereitest du uns die Krone der Gerechtigkeit. Und dafür loben und preisen wir dich. Ich bitte dich, du wollest ganz besonders die Ehefrau Mika, den Kindern, Großkindern und Urgroßkindern nahe sein. Ihnen die Kraft, die Gewissheit deiner Nähe schenken und das Wissen, dass ihr Ehemann, ihr Vater, ihr Großvater und Urgroßvater gut aufgehoben ist, dass er bei dir sein darf. Dafür danken wir dir. Amen. Ein langes Leben in Worte zusammenzufassen, wie soll das gelingen in einer Zeit, wie wir sie hier heute zur Verfügung haben? Aber einige dieser Höhepunkte, einiges, was als Familie besonders wichtig war, ist zusammengefasst worden von der Familie und der Sohn Theodor Isaac wird es hier lesen, anschließend dann das Lied an dem goldenen Strand. Einige Lebensstationen von Heinrich Isaac und einige Erinnerungen an ihn, geschrieben von den Kindern. Vater wurde am 22. November 1931 in Auhagen Nummer 9, Fernheim, geboren. Seine Eltern waren Jakob und Elisabeth Isaac. Mit 5 Jahren zogen seine Eltern nach Blumenort, wo er dann seine Kind- und Jugendjahre im Elternhaus verlebte. Mit 18 Jahren kaufte er dann auf Nachbarschaft von seinen Eltern in Blumenort eine Wirtschaft, wo er 40 Jahre dann gewohnt hat. In dem Jahr ließ er sich auch auf seinen lebendigen Glauben an Jesus Christus taufen und in der Mennonitengemeinde von Fernheim aufnehmen, wo er bis zu seinem Tod Mitglied war. Er liebte seine Gemeinde, unterstützte sie so gut er konnte und brachte sich in verschiedenen praktischen Diensten ein. Ob zwar er seinen Vater, der Gemeindeleiter war, viel vermisst hat in seinen Teenie- und Jugendjahren, weil die Gemeinde ihn ganz beanspruchte. Am 6. Juli 1954 heiratete er Mika Enz und vor beinahe 2 Jahren durften sie ihr 65. Ehejubiläum feiern. 4 Kinder wurden unseren Eltern geschenkt, Peter, Theodor, Johanna und Renate. Wir haben einen stillen, zufriedenen, liebevollen, arbeitsamen, fortschrittsdenkenden und vorbildlichen Vater kennengelernt. Vater war sehr praktisch begabt. Mit viel Freude und Genugtuung hat er viele Jahre eine Schmiede auf seinem Hof geführt, wo er alle möglichen Pferdewagen, Ackergeräte, die von Pferden und später vom Traktor gezogen wurden, gebaut hat und viele Dinge repariert hat.
keine seiner Ideen waren ihm so schwierig, dass er auch vieles erfolgreich, so dass er auch vieles erfolgreich bauen konnte. Das war zumindest unser Eindruck. Später war er dann mehr Viehzüchter und Ackerbauer. Schon sehr früh stieg er auf maschinisiertes Ackerbau um, was sogar für die Verwaltung der Kolonie Fernheim etwas eilig war. Mit 58 Jahren zogen meine Eltern da nach Philadelphia, wo er sich ein Haus gebaut hatte und unterhielt noch viele Jahre weiter seine Viehfans. Mit zunehmendem Alter stellten sich bei Vater Beschwerden ein und eine misslungene Hüftoperation hat ihm sehr viele Schmerzen gebracht. Vor etwa 12 Jahren zogen meine Eltern ins Altenheim. Und als Vater vor 4 Jahren pflegebedürftig wurde, musste er ins Pflegeheim einziehen, wozu er keinmal ein Ja gefunden hat. Schon über längere Zeit klagte er über große Schmerzen im Leib, die sich in den letzten Monaten, sehr stark zunahmen. Und er hat sie auf sehr lauter Art und Weise immer wieder zum Ausdruck gebracht, bis dann seine Kräfte zusehends schwanden, so dass er am 2. April um 11.30 Uhr heimgehen durfte zu seinem Herrn. Wir gönnen ihm die Ruhe in der Ewigkeit. Wir danken den Ärzten und dem Pflegepersonal vom Pflegeheim. Vater hinterlässt seine tief trauernde Ehefrau Mika Isaac, seine Kinder Peter und Martha mit Familie, Theodor und Marlene mit Familie, Johanna und David Penner mit Familie, Renate und Adolf Braun mit Familie. Das sind 4 Kinder mit ihren Ehepartnern, 13 Großkinder und eines ist schon in der Ewigkeit und 10 Urgroßkinder. Lobgesang, tönt im Himmelssaal entlang, oh wie schön.
wir sind am Ende der Feier hier in der Kapelle angelangt. Wir werden den Sarg öffnen und dann eingeladen werden, da vorüber zu ziehen, an dieser Seite zwischen Sarg und Blumen, damit etwas Raum an der anderen Seite bleibt. Wer möchte, darf gerne vorbeiziehen. Wer nicht möchte, ist trotzdem eingeladen, dann zu der Abschiedsfeier, die dann da am Sarg, an der Grube stattfinden wird. Der Sarg wird dann nicht nochmal geöffnet werden, sondern in die Grube hinabgelassen werden, zugeschüttet und dann mit einem kurzen Akt, mit einem Gebet schließt es da. Wir sind eingeladen, dabei zu sein. Jetzt bitte ich, dass der Sarg geöffnet wird.